Moderne Produktionen leben heute davon, dass Unmengen an Kleinigkeiten eingearbeitet werden. Viele kleine Hooklines, viele kleine Erinnerungshaken. Und ich möchte dir heute einfach mal drei Ideen mit auf den Weg geben, die dich inspirieren sollen, auch deine Produktion interessanter zu gestalten. Und wenn du dich dafür interessierst, dann bist du hier genau richtig. Ich bin Jonas vom Recording Blog und los geht's mit dem Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Kläppchen im Adventskalender 2019. Und wie ich es gerade schon gesagt habe, die moderne Produktion heutzutage strotzt nur so von Kleinigkeiten, die an jeder Ecke und an jedem Ende eingebaut worden sind. Man hat den Eindruck, dass die Produzenten heutzutage weniger mit Musikmachen beschäftigt sind, sondern mehr damit, überall Kleinigkeiten einzubauen. Und ich höre schon die Stimmen, die in der Community sagen, oh, Musik muss doch auch mal ein bisschen Luft zum Atmen haben, da muss doch jetzt nicht jede Zehntelsekunde was los sein. Richtig, es gibt natürlich Genres, wo durchaus auch Zeit für Musik ist, aber wenn man eine moderne Produktion an den Start bringen will, dann sollte man zumindest wissen, was heutzutage gefordert ist, auch vom Zuhörer gefordert ist, damit ein Song nicht langweilig und vor allem interessant klingt. Ich habe einen Refrain hier mal auf von meinem aktuellen Song und habe da ein paar Kleinigkeiten eingearbeitet und ich möchte diese drei dir mal vorstellen und dir mal zeigen, wo in welche Richtung man denken kann und wo man da kreativ werden kann. Aber schauen wir erstmal rein, wie dieser Refrain im Moment klingt. Das klingt im Moment so. We had the highs and the lows, the yeses and the noes. We went through thick and thin, knowing in the end we'll win. Always fresh as a daisy, 'cause you're my special kind of crazy. Du hörst schon eine ganze Menge Luft, ne? Also ich singe da und dann zwischen den einzelnen Gesangszeilen ist immer unglaublich viel Luft und genau das sind die Punkte, wo heutzutage eine Produktion durch so kleine Hooklines interessanter gemacht wird. Also musste ich mich auch auf den Weg machen, mir ein paar Sachen einfallen lassen und die möchte ich dir heute mal zumindest drei Stück davon vorstellen. Vielleicht fallen dir ja auch ein paar Sachen ein, die du regelmäßig in deinen Produktionen machst. Dann kannst du die unten mal in die Kommentare reinschreiben und wenn du in die Kommentare sowieso gerade reinschreibst, ist es auch praktisch, weil du dann am Gewinnspiel teilnimmst, was ja im Adventskalender stattfindet. Aber ich bin sehr gespannt, welche Ideen ihr alle nutzt, um eure Produktion zu spicken mit tollen Sachen, die dafür sorgen, dass sie interessanter bleiben. Kommen wir mal zu meinen. Also, wie gesagt, wir haben hier zum einen die Variante, dass hier zwischen den Gesangszeilen eine ganze Menge Luft ist. Ne? Ich zoome hier mal gerade rein und da sehen wir schon, dass ich schon was gemacht habe hier. Ich habe nämlich Antworten generiert. Ich habe einen Kanal gemacht, in dem ich Antworten auf das, was ich gesungen habe, generiert habe. Hören wir noch mal kurz rein, hier in dem Refrain, die erste Zeile. We had the highs and the lows. Und die Idee war, dass ich mir selber quasi antworte. Ich singe, we had the highs and the lows. Und dann kommt eine Viertel später, the highs and the lows, als kleine Antwort, als kleine Wiederholung nochmal dessen, um das auch ein kleines bisschen zu betonen, um auch zu sagen, dass diese Zeile, diese Wörter wichtig gewesen sind. Und am einfachsten ist das natürlich, indem man ein Echo macht. Also genau eine Viertel, einen Takt später, nicht eine Viertel, sondern vier Viertel, einen Takt später. Und das Ganze dann aber ein kleines bisschen stilistisch verbiegt, in meinem Fall dann quasi mit einem Telefoneffekt. Wie habe ich das gemacht? Ich habe einfach hier diesen Kanal dupliziert. Das heißt, ich habe hier einfach auf, muss ich mal kurz gucken, wo das hier ist, normalerweise ist es Kommando D, bupp, dann habe ich die gleiche Spur nochmal erstellt und die hat auch die gleiche Plugin-Struktur hier, sieht man hier auch, das sind beides mal die beiden Plugin-Ketten, die jetzt hier drin gewesen sind. Jetzt muss ich eigentlich im Prinzip nur noch hier diese Vocals hier runterziehen und habe dann schon mal eine Doppelung. Jetzt will ich aber keine Doppelung, ich möchte ja natürlich eine Antwort haben, das heißt, ich verschiebe einfach dieses ganze Ding um einen Takt nach hinten und habe jetzt zumindest schon mal erreicht, dass ich eine Antwort habe. Die klingt im Moment so. We had the highs and the lows. We had the highs and the lows. Ne? Jetzt möchte ich aber, dass die Antwort nur highs and the lows ist, also muss ich ein bisschen reinzoomen und suche mir einfach hier, dass ich das zurechtschneide, einfach mal auf highs and the lows. Das müsste ungefähr hier sein. Hören wir mal kurz. Na, ein bisschen früher vielleicht rein, hier so an der Stelle irgendwie, dass man da ein bisschen so, und dann machen wir noch einen kleinen Fade rein, sodass es ein bisschen sauber klingt und schneiden das hier hinten sauber, dann sollten wir das im Prinzip schon haben. Also die Antwort hier lautet, na, noch ein bisschen früher hier rein, so auf die Viertel, so, dann gucken, wie das klingt hier. Genau, das ist die Antwort. Jetzt soll die aber natürlich nicht genauso klingen, wie sie vorher geklungen hat. Also machen wir einfach einen kleinen Telefoneffekt drauf. Also auf die Spur einfach noch hier einen Equalizer drauf. Nehmen wir den Channel EQ und schneiden einfach mal mit dem Low Cut alles unterhalb von, sagen wir mal, was weiß ich,
was haben wir denn hier gerade, 1600 Hertz ab und mit dem Hole, mit dem Hi-Cut schneiden wir alles oberhalb von, sagen wir mal, 5 kHz ab. Mal gucken, wie das jetzt klingt, diese Antwort. Bisschen dünn, nehmen wir noch ein bisschen mehr unten rum, machen wir mal so 1000 Hertz hier ungefähr, so. Ich zeige dir das mal hier, ne? Da sind die 1000 Hertz jetzt eingestellt, das heißt, der Low-Cut startet bei 1000 Hertz. Hören wir nochmal, wie das klingt. So habe ich auf jeden Fall schon mal die Lücken gefüllt und das habe ich natürlich vorher schon mal vorbereitet. Das heißt, ich habe ja schon einen Kanal gemacht, in dem ich das schon mal komplett gemacht habe. Den schiebe ich mal hier nach oben, damit du sehen kannst, was ich genau gemacht habe. Den hier lösche ich mal wieder. So, weg damit und starte den mal. Also hier ist einmal Highs and the Lows als Antwort, da ist Yeses and the Nos als Antwort. Dann habe ich etwas ein bisschen mehr Platz gelassen und habe dann hier nochmal eine Verzögerung reingebaut. Die hören wir uns aber am spätesten hinterher am Ende des Videos nochmal an, wenn dann alle Sachen zusammenkommen. Ne? Also als erste Idee schon mal Lücken füllen mit Telefonantworten, mit Delays quasi, die man sich selber generiert. Zweite Lückenfüllung ist ein kleines Sample zum Beispiel zu nehmen. Irgendein Sample mit Wiedererkennungswert und ich habe in meinem JV1080, kann ich dir mal einblenden, so ein 19 Zoll Rompler ist das, der spielt also als MIDI-Gerät nur Samples ab, die in seinem ROM gespeichert sind, deswegen sagt man auch Rompler. Der JV1080 ist ganz berühmt für einige klassische Sounds, die wir in den 90ern gehört haben, vor allem in den 90ern, und ein Sound, da bin ich drüber gestolpert, den wollte ich unbedingt haben, und das war dieser hier, den spiele ich dir mal solo vor, kennst du bestimmt. Genau, diesen Sound kennt jeder. Den habe ich beim Stöbern in meinem Rompler wiedergefunden und habe gedacht, komm, den packe ich mal in die Lücken rein und habe dann einfach in einige Lücken hier das Ding reingepackt. Und wir hören mal rein, wenn ich das jetzt hier unmute, dann hören wir mal, wie der Refrain jetzt hier klingt. We had the highs and the lows. The yeses and the nos. Ne? Als Idee, also such dir irgendein charakteristisches Sample, was für ein schwieriges Wort, und pack das doch einfach mal so nur einmal, vielleicht im ganzen Song, vielleicht zweimal, vielleicht durchgängig als Hookline in deinen Song rein. Das sorgt auf jeden Fall für Wiedererkennungswert. Man kann das auch selber einsingen, man kann es auch von einer Sängerin einsingen lassen, man kann sich auch irgendein anderes Sample raussuchen, wie zum Beispiel das hier, was ich jetzt als letztes dir noch vorschlagen möchte, nämlich ein Percussion-Sample. Ich habe hier noch eine Lücke zu füllen gehabt, genau hier zwischen diesen beiden Zeilen, und wollte da jetzt eigentlich auch dieses A reinpacken, habe aber festgestellt, dreimal hintereinander ist dann doch ein kleines bisschen zu viel. Eine Antwort am Telefon wäre auch zu viel gewesen, die kommt dann etwas später, also brauchte ich noch was anderes und habe dann gedacht, wenn ich mir da einen Clap einfach nehme, also ein Percussion-Instrument, einen Handclap, einen Handklatscher, und wenn ich den dahin packe, dann habe ich das also gemacht, habe mir den Handclap dahin gepackt. Hab mir den aus der Sample Library hier von Logic rausgepackt und der klingt so. Ne, ein ganz normaler Klatscher, den ich rausgenommen habe, der war mir aber ein bisschen zu unspektakulär, also habe ich einfach da noch ein paar Plugins reingeladen. Als erstes habe ich ein Delay reingeladen, hier mit dem Echo Boy, habe ich ein Ping-Pong-Delay geladen, was so links und rechts abwechselnd Ping-Pongt, und habe den dann aber nochmal mit dem Camel Crusher Tool, mit dem kostenlosen Verzerrer, den du dir, ich glaube, den Link packe ich dir einfach mal unten in die Videobeschreibung, dann kannst du den runterziehen, falls du ihn noch nicht hast, und ich habe auch schon mal ein Video dazu gemacht, kann ich dir vielleicht hier oben auch mal kurz einblenden. Mit dem Camel Crusher kann man auf jeden Fall Distortion hinzufügen und einen Kompressor hinzufügen und das Signal so richtig schön kaputt machen. Und mit den beiden aktiviert, also mit Echo Boy und Camel Crusher, ist jetzt aus diesem relativ harmlosen Klatscher das hier geworden. Ne? Also wirklich ein Klatscher mit Wiedererkennungswert, und im Zusammenhang klingt das Ganze dann so. In the end we'll win. Always fresh as a daisy. Und damit habe ich drei Ideen umgesetzt, und damit sind normalerweise Produktionen heutzutage gespickt. Das heißt, an jeder Ecke und an jedem Ende findest du irgendeine Kleinigkeit, minimale Kleinigkeiten, teilweise nur Hallfahnen. Ich kann dir vielleicht noch eben kurz eine zeigen, damit wären es zwar vier, aber ich habe hier vorne an dieses Piano hier, habe ich eine Mini-Hallfahne dran gebaut. Das ganze Piano ist eigentlich trocken, hör mal. Komplett trocken. Und jetzt hier am Ende.
ne, per Automation noch einen Hall dran gemacht. Auch eine von diesen Kleinigkeiten, die man heutzutage ganz viel in Produktionen hört. Vocal-Doppelungen, kleine Hallfahnen, kleine Delays, dann die Klatscher, dann Samples, wie ich sie eingebaut habe, Telefonantworten und so weiter und so fort. Und wenn du auch noch Ideen hast, schreib sie bitte unten auf jeden Fall in die Kommentare rein, weil da kann man sich auf jeden Fall dann so einen Pool zusammensuchen an kleinen Produktionstricks, die man sich auch noch so aufschreiben kann, um sie bei der nächsten Produktion auch einzusetzen. Moment, da habe ich doch glatt noch vergessen, dir den kompletten Refrain noch einmal vorzuspielen. Das wollte ich doch noch machen. Also, machen wir einmal alles zusammen. Alle Hooks, die ich eingesetzt habe, ich mache noch eine weitere dazu und wir hören uns das Ganze jetzt mal an mit allen Sachen, die ich bisher so eingebaut habe. Das muss ja noch lange nicht das Ende der Fahnenstange sein. Also, los geht's. We had the highs and the lows, the yeses and the noes, we went through thick and thin, knowing in the end we'll win, always fresh as a daisy, cause you're my special kind of crazy.